Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide, endlich. Ich habe ja ein Control Mage Deck, das ich jetzt schon öfter mal eingesetzt habe, aber bisher noch keinen Guide dazu gemacht habe, wie es überhaupt aufgebaut ist. Es ist eines meiner Lieblingsdecks und es funktioniert sehr, sehr gut in Ranked. Ich habe es Control Mage 2017 genannt, denn es ist einfach so eine 2.0 Erweiterung von meinem damaligen Control Mage. Aber es ist halt ein Prinzip, das wirklich gut funktioniert. Ich erkläre euch mal die Karten, die jetzt drin sind und welche Kombinationen da so ganz clever sind und warum welche Karte drin sind, drin ist. So, wir haben den Feuerblitz, weil wir einfach natürlich ein Control-Deck sind und damit einfach Kontrolle ausüben können, das ist ja klar. Hinrichten, das ist dasselbe Prinzip wie beim Feuerblitz. Da können wir damit auch ja, etwas höhere Karten vernichten, indem wir Hinrichten mit Wolkenruh Illusionistin ausspielen. Die gibt nämlich bei Beschwörung einer Kreatur minus 4, minus 0. Und damit können wir da auf jeden Fall die Kreatur mit Hinrichten dann auch töten. Das ist schon sehr, sehr praktisch und hat mir schon ziemlich oft den Arsch gerettet. Die kreischende Harpie immer wieder gut. Schutzzauberwirkerin, das ist halt die prima Kombination wie E und E mit... Wo ist die denn? Da ist sie doch. Genau unten drunter. Dolchsturzmagierin. Wenn ihr Schild verpufft, dann bekommen wir so einen Folianten der Veränderung, das ist ein alles Buch. Und dann geben wir mit der Schutzzauberin ihr einfach wieder einen Schutzzauber und somit kann sie wieder eben einen Folianten der Veränderung beschwören, wenn das Schutzschild platzt. Okay, die listige Verbündete gibt uns einfach noch mehr Feuerblitze, die wir dann auf den Gegner feuern können. Das ist einfach sehr, sehr praktisch. Zermalmender immer Schlag gibt uns einfach mehr Kontrolle übers Board, ist klar. Blitz genauso, wobei es natürlich auch noch eine Prophezeiung ist, die einfach mal so aufploppen kann. Flüchtige Intrigant sorgt dafür, dass wir ein paar mehr Karten nachziehen können. Und er verschwindet ja wieder ins Deck und kommt immer wieder dann einfach mal für 0. Und dann können wir da einfach noch mehr Karten nachziehen und eine Kreatur für 0 raushauen. Das ist einfach mal total krass. Der Schwarmverteidiger, immer wieder sehr, sehr praktisch. Die gibt es auch in einer anderen Version, die ich aber potthässlich finde, die überhaupt nicht passt. Ich finde, dieser komische Käfer sieht aus wie bei Hunter x Hunter. So diese Endgegner. Einfach mal reingucken. So, Iron, unsere zweite Legendary. Bei Beschwörung ziehe eine zufällige Aktion aus deinem Ablagestapel. Deine Aktionen kosten 1 weniger. Ich finde die sehr, sehr gut. Sehr solide und wenn wir vor allem aus Prophezeiungsgründen zum Beispiel dann schon einen durchdringenden Speer auf dem Friedhof haben, bekommen wir ihn einfach wieder zurück und das ist schon sehr, sehr praktisch. Genau, Ritter der Stunde, das ist so ja, eine der wenigen neuen Karten jetzt. Und zwar hat er Prophezeiung, Wächter und bei Beschwörung erhält man 3 Gesundheit. Der ist halt eben sehr solide und gibt uns einfach mal ja, Gesundheit zurück, weil viele Karten habe ich da nicht, die jetzt irgendwie Gesundheit zurückgeben und eigentlich gar keine. Deswegen ist es eigentlich unsere eigene einzige Chance, jetzt ein paar Leben zu generieren. Oder regenerieren. Eissturm, einfach mal, um die ganzen Agro-Viecher loszuwerden, die sehr, sehr oft auftauchen. Ankano, der zweite Neue hier im Deck, in der Truppe. Hat Durchbrechen und bei Beschwörung verursacht er 5 Schaden. Deine Aktionen haben dadurch auch noch Durchbrechen. Finde natürlich sehr solide, weil wir einfach mal 5 Schaden zufügen können. Das könnte der letzte Schaden sein. Oder auch eben fürs Board Control. Zorn der Dämmerung. Habe ich jetzt einmal ins Deck. Vernichte alle Kreaturen in einer Reihe. So ein kleiner Joker. Hat mir auch sehr, sehr oft den Arsch gerettet. Manticore. Pflicht 3-mal im Deck fürs Late Game ist es einfach unersetzlich. Oberste Atromantin habe ich 2-mal im Deck. Bei Beschwörung beschwört sie 2 Flammen-Atronachen einmal in jeder Reihe. Und wenn man dann noch eine andere Kreatur beschwört, dann fügt die oberste Atromantin nochmal 2 Schaden zu. Ist für den Schluss einfach so krass. Und wenn du dann 2 nacheinander aufrufen kannst, ist es natürlich. Also was heißt nacheinander, in der nächsten Runde, ist natürlich schon sehr, sehr stark und da kümmert sich der Gegner meist nicht mehr so viel um dein Gesicht, sondern versucht, die einfach mal ums Verrecken wegzubekommen. Okay, Mirak, das Drachenblut, eine meiner Lieblingskarten. Bei Beschwörung stiehlt er eine gegnerische Kreatur, damit kannst du einfach mal so extrem krass das Battle umdrehen quasi.
Das ist ziemlich, ziemlich praktisch. Oder wegen, um einfach mal am Schluss ein bisschen aufzuräumen. Ganz klar, sehr solide. Ist jetzt nicht viel Neues hier in dem Deck, aber das ist eben ein Deck, das sehr solide ist und einfach funktioniert. Es muss nicht immer kompliziert sein. Die nächsten Guides werden das auf jeden Fall sein. Aber ja, Control Match funktioniert. Und das möchte ich euch natürlich jetzt beweisen. Und dann springen wir direkt mal ins Match. So, da werden wir. Es ist sogar noch eine Bonusrunde. Das ist ja gut für uns. Können wir gleich mal 2 aufsteigen. Okay, Blitz wie immer eher als Prophezeiung. Feuerblitze lassen wir auf der Hand. Und den flüchtigen Intriganten, den lasse ich auch mal, denn ich möchte dann so früh wie möglich ein paar Karten nachziehen. Okay, das war ja natürlich jetzt ziemlich useless. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr schnelles Deck ist. Aber gut, den bin ich guter Dinge, dass wir den aufhalten können. Vor allem jetzt, wo wir die listige Verbündete haben und wenn er jetzt so ein paar Schlüsselkarten spielt, dann können wir die mit dem Feuerblitz auch weghauen. Der hier würde uns zum Beispiel so ein bisschen auf den Sack gehen. Und der geht schon extrem rein, da ist der Feuerblitz schon sehr praktisch. Jetzt haben wir leider keinen Ring der Magicka. Das ist schon sehr schade. Aber wir können das ein bisschen reduzieren. Nächste Runde kriegen wir dann eventuell halt eben noch einen, was schon sehr praktisch ist. So, hinrichten können wir den da sowieso nicht. Aber jetzt können wir hoffen, dass wir bekommen leider nichts. Aber gut, wir können in der nächsten Runde noch schon ein paar Sachen machen. Den hier müssen wir auf jeden Fall loswerden, denn er macht doch ein bisschen zu viel Schaden jetzt am Anfang. Aber ihr seht, er haut die Karten raus. Haut die richtig raus. Und wenn wir den ein bisschen aufhalten können, ist er ab der Hälfte meiner Magicka, meiner Leben. Ist der weg? So, da können wir den mit Feuerblitz weghauen. Dann wird er da nicht viel mehr mit Entzug rummachen. Praktischer wäre es natürlich noch, Schutzzauber zu verwenden, aber Entzug ist schon richtig blöd, obwohl uns das jetzt eigentlich nicht so wirklich jucken dürfte. Ne, ich werde es anders machen. Ich werde es auf jeden Fall mit einem Feuerblitz machen. Werde hier reingehen. Da macht er halt ein bisschen mehr Schaden, aber damit habe ich die Kreatur schon mal weg. Und wenn er da reingeht, wird, was er nicht tun wird, der will ja Schaden machen. Kann ich in der nächsten Runde da reingehen. Kommt ihr mit auf die Jagd? Zu viele Karten hat er ja nicht mehr, also der wird sehr, sehr aggro gehen. Aber das ist halt die Schwäche der Aggro-Decks. Wenn der nicht extrem Karten nachzieht, dann ist er sehr schnell weg. Guck, Bestiengestalt plus 1, ziehe eine Karte. So, den müssen wir natürlich aufhalten. Bestiengestalt zählt nochmal für jeglichen Schaden, verändert sich um einen Werwolf, wenn eine gegnerische Rune vernichtet wird. Ach ja. Okay, das mit der Rune werde ich auf jeden Fall verhindern. Den möchte ich mal wegmachen und werde hier das mal verteidigen. Da kommt er da nicht so leicht vorbei. Und zieht auch keine Karten nach. Der Gute. Also das mit dem Aggro war wohl nichts, ne? Donny. Boah, der ist natürlich echt heftig, ne? Der ist echt heftig. Ich finde ihn so krass OP. Diese Karte, ich finde ihn so OP. Oh Mann. Okay. Wir machen das so. Bam. Dann geben wir ihm Schutz. Dann kann er da nicht viel mehr machen. Und wir müssen den hier spielen, weil wir da noch 4 Schaden machen können, um ihn zu vernichten. Ritter der Stunde, den hätte ich natürlich lieber in der Prophezeiung gehabt, aber ist natürlich auch nicht auch sehr praktisch, wenn er jetzt noch irgendwie irgendwas spielt, wo wir uns verteidigen müssen.
Der haut halt jetzt alles raus. Er ist verzweifelt. Aber okay, der kann halt erneut angreifen dadurch. Und was hat er jetzt gemacht? Sturmangriff, letzter Atemzug, nehme eine 5-5 Sturmmantelbataillon auf deine Hand. Okay, damit haut er halt raus, ne? Damit geht er natürlich jetzt ins Gesicht, ist klar. Und mit dem Feuerblitz können wir die Sache eigentlich auf der Sache beenden. Auf der Seite. Obwohl wir den Feuerblitz auch erstmal behalten können. Wir behalten den Feuerblitz erstmal. Der könnte uns später mehr so den Arsch retten. Und wir könnten jetzt da reingehen, wir könnten aber auch Eissturm spielen. Wobei ich Eissturm eher aufspare, wenn er noch mehr kleine Kreaturen raushaut. Vielleicht hat er ja noch irgendwie die Chance. Aber hier könnten wir reingehen und das komplette Board clearen. Wobei der Ritter der Stunde hier eigentlich ausreicht. Oder sogar eher so der Schwarmverteidiger. Der hier muss auf jeden Fall weg. Und der Schwarmverteidiger wäre praktisch, weil der Ritter der Stunde hat ja noch 3-3. Der wäre relativ schnell weg. Aber wir haben schon 2 davon. Und Verteidigung ist immer gut. Und wir kommen dann so langsam ins Late Game. Und wenn ich dann den Manticore ziehe, dann ist es eh so langsam vorbei. Okay, das Bataillon macht da nicht so viel. Okay. Ich könnte da jetzt reingehen und einen Eissturm. Eissturm? Einen Eissturm spielen. Wobei, wozu? Machen wir so. Wenn er dann da reingeht, soll er halt mal machen. Bringt ihm dann ja auch nichts. Wir können uns hier mal verteidigen. Den Eissturm. Ich warte mal. Wir können mit irgendwas die Kreatur töten. Und dann immer noch angreifen. Das ist also riskant, eigentlich nichts zu spielen. Aber falls er jetzt kleine Monster spielt, wird sich's halt mega anbieten. Ich warte. Ich warte, ich warte. No risk, no fun. Der wird sich jetzt denken, oh, was will er schon machen? Gehe ich halt mal rein. Oh, er lässt es verstummen. Okay, sehr gut. Okay. Okay, 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 okay. Wir können Eissturm spielen. Und dann Dolchsturzmagier. Ich meine, wir bekommen ja dann sowieso noch ein paar Leben zurück. Aber die müssen erstmal sterben. Falls er da noch irgendwie irgendwas Gefährliches spielen sollte. In den nächsten Runden können wir ihn mit Mirak auf unsere Seite holen. Und mit dem Ritter der Stunde können wir dann sowieso noch ein bisschen Leben generieren. 6 an der Zahl. Haben wir da noch ein bisschen mehr. Ja, haben wir sowieso klar. Okay. Okay. Also, an deiner Aggro solltest du noch ein bisschen arbeiten. Okay, wir müssen uns ein bisschen verteidigen. Niemand darf unseren Tempel beschmutzen. Hier kommt er natürlich durch. Dann kann der andere angreifen. Verlernt der Veränderung würde dafür sorgen, dass der dann schon mal stirbt. Das ist schon mal ganz gut.
Jawohl. Noch eine oberste Atramantin. Praktisch. Aber die möchte ich erst spielen, wenn ich so ein bisschen Board Control habe. Wäre praktischer. So, der muss da schon mal reingehen. Die zwei Schaden werden wir dann schon fressen. Okay. Der würde sich eigentlich schon fast lohnen, den zu holen. Wir könnten ihn dabei auch blitzen und eher was sehr, sehr Gefährliches warten. Ach, wir blitzen ihn. Und verteidigen uns. So, wenn da was sehr Gefährliches kommt, dann können wir ihn einfach mit Mirak holen. Und ansonsten werden wir uns jetzt erstmal darum kümmern, die oberste Atramantin auszuspielen. Sobald die oberste Atramantin steht, dann dürfte er nicht mehr so viel machen können. Weil an dem vorbei kommt er jetzt ja auch nicht. Okay, kommt er doch. Nee, kommt er nicht. Irgendwie aus irgendeinem Grund gibt er ihm das nicht. Spielen wir erstmal die Atramantin. Bisschen warm, bisschen warm. Machen wir dann so. Und dann geben wir der ganzen Sache noch einen Schutzzauber. Vorsicht, mein Freund. Bam. Okay. So, jetzt soll er da ruhig mal reingehen. Bin gespannt, was er jetzt noch ausrichten kann. Wir müssen natürlich vorsichtig sein mit seinen Prophezeiungen. Und wenn wir ihm noch allzu viele Karten geben, ist natürlich gefährlich. Vor allem, wenn er so einen Sturmangriff-Drachen hat. Das wird dann sehr gefährlich. Der muss natürlich jetzt All-In gehen. Da bleibt ihm ja eigentlich nichts übrig. Eine schwere Streitaxt. Das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Okay, gut. Ist eigentlich egal, wie wir das machen. Wir müssen sowas hier tun. Und hier gehen wir mit dem hier rein. Und spielen noch eine oberste Atramantin. So. Der zieht noch eine Prophezeiung. Oder des Todes viele. Gut gemacht. Okay, das könnte natürlich gefährlich sein jetzt. Kommt drauf an, was er hat. Aber in der nächsten Runde wäre er natürlich Körpereister, ne? Okay, bin gespannt. Wenn er es ja schafft, jetzt mich jetzt noch zu besiegen, dann hat er den Sieg verdient. Also man darf ein Agro-Deck nie unterschätzen, weil der hat auch jetzt so eine Axt bekommen. Und wenn er jetzt was Dickes ausrüstet, wie den Drachen mit einer Axt, dann wird das gefährlich. Aber wir konnten jetzt wie so ein Maschinengewehr diese Feuerbälle raushauen, ne? Okay. Das ist jetzt noch nicht so gefährlich. Die Karte sieht schon geil aus. Vor allem wie der da im Hintergrund brennt. Sieht schon cool aus. Okay, das ist jetzt alles nicht so wirklich gefährlich. Und da geht er jetzt in der nächsten Runde ziemlich kapeister. Seht ihr, das meine ich mit gefährlich.
Dürfte ihn aber jetzt alles nicht retten. Jupp. Jupp, jupp. Machen wir mal so. Und so. Gut gespielt, Mann. Und rein da. Jawohl. Also ihr seht, das Deck funktioniert richtig, richtig gut. Vor allem gegen Agro-Decks natürlich. Du hast halt die pure Kontrolle, gewinnst noch ein bisschen Leben dazu und kannst dann am Schluss richtig, richtig gut austeilen. Und dabei haben wir noch nicht mal einen Manticore gezogen. Okay, Leute. Wir bekommen erstmal 2 Punkte und springen direkt mal ins nächste Spiel. Wohl. Schrei, Stufe 1. Gib einer gegnerischen Kreatur minus 1, minus 1. So, praktisch. Jetzt aber ins nächste Spiel. Action. Mr. Maxi. Maxi. So, das ist ja sehr controllig am Anfang. Okay, wir versuchen es mal. Den Speer hätte ich gerne in meiner Rune gehabt. Aber kann ich alles haben. Ihr macht mir keine Angst, Feigersgeber. Geber. So, weg damit. Direkt weg damit. Will ich gar nicht diskutieren hier. Diesem Dreck. So, die listige Verbündete können wir dann direkt mal ausspielen. Denn der da ist sehr nervig. Der ist sehr, sehr nervig. Der ist unfassbar nervig. Jawohl. Gott sei Dank. Damit könnten wir es vielleicht schaffen. Können wir schon mal 5 Schaden machen. Die restlichen 2 dann. Mit der Schutzzauberin zum Beispiel. Okay, das hat sich erledigt. Wir müssen uns verteidigen. Okay, das ist jetzt der absolut krasseste Start so. Von der Typ, wenn der eine Waffe kriegt, dann flippt er total aus. Okay, beide überleben. Und für... Yay! Da kann ich wenigstens das schon mal töten. Wobei die schon ja fast gefährlicher ist. Ja, die ist gefährlicher. Aber die hat halt weniger Leben und ist schneller tot. Aber okay. Dann werde ich, dass sie natürlich gefährlicher ist, erstmal sie töten. Und die Feuerblitze kann ich dann immer noch reinhauen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Wir kämpfen für ganz Himmelsrand. Das wird jetzt sehr gefährlich. Nein! Also der setzt mir gerade mega zu. Okay, wenn eine verbündete Kreatur eine gegnerische Rune vernichtet, rüste sie mit einem zufälligen Gegenstand aus. Okay, wir müssen... den sowas von wegrocken. Und der hier passt mir natürlich auch nicht. Den muss ich zusehen, dass ich ihn in der nächsten Runde wegballer. Ach du Scheiße. Ey, was ist denn das für ein Deck? Das ist ja krass. Ach du Scheiße. Oh Mann, ey. Wenigstens bekommen wir den hier weg. Das ist doch schon mal gut. Und die listige Verbündete spielen wir. Jawohl, Gott sei Dank. Und dann Schutzzauberwirkerin. Dann geben wir ihr noch ein bisschen Schutzzauber.
Und könnten dann in der nächsten Runde mit Ancano auf jeden Fall den Rest austeilen. Gute Aussichten auf Erfolg. Oh mein Gott. Also der ist richtig, richtig gut. Guckt euch das an. Der haut Sachen raus. Leck mich am Arsch. Rüste eine verbindete Kreatur mit einem Stahldolch aus. Wenn die Hilfsschmiede 3 Dolche ausgerüstet hat, verschwandelt die Kreatur in Tiefenschmiede. Okay. Was wir auf jeden Fall machen, ist das hier. Ja. Der muss weg. Dann fesseln wir diesen Hiesen. Und können ihn in der nächsten Runde sowieso mit dem Ancano vernichten. Okay, langsam sieht es für ihn echt schlecht aus. Weil er da nicht mehr viel machen kann. Machen wir mal so. Okay. Okay, also den Gegner darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen, weil der haut richtig Sachen raus. Das ist echt krass. Das ist so krass. Das ist echt so krass. Oh Mann. Das ist jetzt schwer. 4. Was wir machen könnten, ich könnte hier reingehen, das Buch der Ausrüsten, bam, 5 Schaden auf den hier machen. Weil 9 Schaden, das kann ich kaum aushalten. Das wäre, glaube ich, das Cleverste, was wir machen können. Wir machen das so. Rüsten dann sie mit einem Buch aus. Gehen hier rein. Und vernichten dann mit dem durchdringenden Speer. Oder noch besser. Spielen den Wächter, aber das ist zu gefährlich alles. Ich muss das tun. Und Angriff. Okay, damit überleben wir gerade so. Ich hätte auch andere Sachen machen können. Ich hätte einen Schwarmverteidiger spielen können, aber das war mir alles irgendwie sehr riskant. Wir setzen auf jeden Fall den Blitz ein, um den hier zu töten. Und wir müssen mal wirklich Leben nachziehen. Ganz dringend. Okay, Ancano. Tu, wozu du geboren wurdest. So, wir puffen das noch nicht auf. Jetzt müssen wir wirklich gucken, dass wir überleben. Erstmal Leben zurückbekommen. Das wäre erstmal so das Wichtigste. Was ist das für ein Titan? Ist ja so krass. Mit dem flüchtigen Intriganten haben wir wenigstens die Chance, noch ein bisschen was nachzuziehen. Viel Control haben wir jetzt irgendwie. Oh Gott sei Dank. Den möchte ich auf jeden Fall rechten Seite spielen. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit warten und gar nicht angreifen, so, das funktioniert natürlich auch nicht. Wir werden uns darum kümmern. Deswegen werde ich mal den einen Angriff mal starten. Ich gucke erstmal, was ich da so bekomme. Zermalmen, sehr gut.
Okay, so bekommen wir ein bisschen Leben wieder. Zermalmender Schlag und Feuerblitz gibt uns schon mal die Möglichkeit, ein bisschen Kontrolle auszuüben. Eissturm würde natürlich das meiste von uns noch auslöschen dazu. Wäre nicht so toll. Aber Zermalmender Schlag ist für den natürlich jetzt perfekt. Wäre perfekt gewesen. Okay, ruhig bleiben. Das war natürlich sehr clever von ihm. Damit würde er halt locker vorbeikommen. Sag mal, mein Schlag. Und Feuerblitz. Der ist echt zu gefährlich. Damit macht er uns zwar zwei Schaden, aber der müsste auch halt angreifen, ne? Das schafft er nicht so leicht. Ankano, Ankano. Machen wir es mal so. Dadurch sieht es in der nächsten Runde nicht mehr so rosig für ihn aus. Okay, Wächter. Ich übernehme die Vorhut. Okay. Der macht auf jeden Fall Sachen. Ich hätte vielleicht noch einen Schwarmverteidiger spielen sollen. Das bringt natürlich nichts. Was wir jetzt tun können, hier hätten wir 6 Schaden. Wir könnten ihr halt eben Schutzzauber geben. Dann könnten wir den auf jeden Fall loswerden und uns dann gegen den furchtlosen Nordländer verteidigen. Vorher gucke ich aber lieber erstmal, was ich noch ziehe. Oder wen? Ich muss den hier erstmal loswerden, bevor ich angreife. Das ist eigentlich schon ganz wichtig. Gehen wir mal hier rein. Müsste schon echt krasse Sachen machen. Ich geh rein. Jawoll! Letzter Sekunde. Okay, alle Runen gebrochen. Jetzt muss er halt gucken, dass er irgendwie 8 Schaden macht. Jetzt zieht noch eine Karte nach. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Entferne eine Kreatur. Sehr, sehr gefährlich. Sind 2 Heißsporne, sehr gefährlich. Sturmangriff, hat er genug? Da war nicht genug. 3. Gott sei Dank. Er hat nicht genug. Oh. Ich dachte, das wäre jetzt vorbei. Ich dachte, er hätte jetzt wirklich noch irgendwelche Waffen, die Sachen machen. Und boah, wirklich Respekt. Er hat richtig gut gespielt.
Bam, Leute, bam. Oh, das war ein richtig geiles Match, muss ich sagen. Richtig, richtig geil. Das war mega spannend. Extrem spannend. Heftig. Krasser Typ. Krasser Typ. Shoutout an den Typen. Heftig, Mann. Sehr, sehr gut gespielt. Okay, wir sind im Nacken des Magiers angekommen. Extrem geil, Leute. Ihr habt gesehen, das Deck funktioniert so, wie es soll. Und ist sogar gegen solche Leute, die komplett ausflippen im Spiel, wirklich möglich, es auch zu reißen. Ich hoffe, dass der Guide hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Und dann werde ich auch ganz gerne neue Guides machen. Auf jeden Fall vielleicht mal so ein Dwemer-Deck, da hätte ich mal richtig Bock drauf. Mal gucken, ob ich da irgendwas Gescheites zusammenstellen kann. Okay, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Euer LineTube.